Ja, wie soll ich das sagen? Also man hat da diesen moralischen Anspruch, den man da hat oder den man den Verbänden auch zuschreibt, den nutzen wir natürlich. Aber die sagen natürlich auch, wenn wir das schon schreiben, dann muss das auch so gemacht werden. Und da war eben 1988 eine Tagung in Osnabrück, da war ich als Student. Und dann über die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft wurde dann im Herbst 88 Neuland gegründet. Und da waren schon die Tierhaltungsrichtlinien quasi so hoch, dass wir sagen konnten, wir sind das einzige Strohprogramm. Man muss immer wissen, 1988 gab es nur vereinzelte Biobetriebe. Also es gab überhaupt keine Biowelle oder das waren wirklich so Pioniere auch im Bio. Also das heißt, wir waren die Ersten, die im Grunde genommen sowas in einer größeren Dimension machen. Und wir haben ja auch bis heute das durchgehalten, dass wir gesagt haben, wir haben landwirtschaftliche Betriebe, die müssen bestimmte Richtlinien einhalten. Dann kommt die Vermarktung und dann kommt der Metzger. Der Metzger und der Landwirt sind Mitglied im Verein, wir kontrollieren die. Und dazwischen, weil wir als Verein wirtschaftlich nicht tätig werden dürfen, gibt es eben die Neuland GmbH Bad Bevensen für Berlin, die wiederum aber ein Erzeugerzusammenschluss ist. Das heißt, jeder Landwirt, der über die GmbH verkauft, ist Gesellschafter. Das heißt, diese GmbH ist im Eigentum der Landwirte, die gleichzeitig Mitglied bei Neuland sind, um eben so eine durchgehende Kette zu haben. Einiger Zeit einen weiteren Weinberg in Werder, nämlich im Ortsteil Töplitz. Das muss Sie doch mit Freude erfüllen. Natürlich, es gibt noch einen weiteren Weinberg, auch im Ortsteil von Werder, nämlich in Töplitz. Also, wir haben ja drei Weinberge im Stadtgebiet von Werder. Wir haben den ersten Weißweinfüll vom 2010er Jahrgang. Wir haben sechs verschiedene Rebsorten, die wir gegenwärtig ausbauen. Das ist gut gewürzt, nicht zu scharf auch so. Und schmeckt auch gleichzeitig sehr nützlich. Nicht nur Bio-Wein, das bedeutet, die Rebensorten sind ohne chemische... Wir produzieren für die Gastronomie.